Schon in römischer Zeit wurde in und um Molzbichl Eisen verarbeitet, was die Gegend wohlhabend machte. So entstanden bald monumentale Grabbauten, auch ein Schatzfund mit mehr als 2600 Münzen aus dem 3. Jahrhundert dokumentiert diesen Aufschwung. Die Besiedelung brach am Beginn des Mittelalters nicht gleich ab. Binnennoricum gehörte zum Ostgotischen Reich, die römische Kultur und das Christentum waren im 6. Jahrhundert hier noch vorhanden. Erst die slawische Einwanderung führte zu einem Bruch, bis im 8. Jahrhundert eine neuerliche Christianisierung von Salzburg aus erfolgte. Aus dieser Zeit stammen auch zahlreiche archäologische Funde von Molzbichl. Die heutige Pfarrkirche steht auf den Fundamenten eines Gotteshauses aus dem 8. Jahrhundert. In der Kirche befand sich hinter dem Altar das Grab des frühmittelalterlichen Heiligen Nonosus, der 532 bestattet wurde. Die dazugehörige Inschrift ist die einzige aus dem 6. Jahrhundert in ganz Österreich und lautet: Hic requiescit Servus Christi Nonosus Diaconus, qui vixit annus plus minus certum tres, obiit quartum nona septembris, et depositus est in hunc loco tertium decimum calendas Augustas in dictione undecima. Tertio anno post consulatum Lambadi et Orestis virorum clarissimorum. Nonosus hat als Diakon in Teurnia gewirkt. Ansonsten ist über den Konfessor wenig bekannt. Sein Gedenktag ist der 2. September. Die Überlieferung fällt oft mit dem italienischen Mönch Nonosus zusammen, der um 570 starb. Dieser lebte unter einem äußerst strengen Abt in der Nähe von Viterbo und erduldete dessen Launen demütig. Gerade deswegen steht er als Patron für alle Nöte in der Schule. Die Nonosus-Tradition in Molzbichl wirft eine interessante Frage auf. Es scheint ein Restchristentum hier die slawische Einwanderung überlebt zu haben, denn sonst lässt sich die Nonosus-Tradition nicht recht erklären. Die Kirche aus dem 8. Jahrhundert wird wohl von Chorbischof Modestus um 760 geweiht worden sein. Besonders ausgeprägt ist die Gestaltung des Kirchenraumes. Altar und Laienraum sind durch steinerne Kommuniongitter voneinander getrennt. Diese karolingischen Flechtwerksteine sind im Molzbichl besonders oft zu finden. Auch weisen die Funde darauf hin, dass im Molzbichl im 8. Jahrhundert ein Kloster südlich der Kirche bestanden haben muss, das im 10. Jahrhundert zugrunde ging. Die Erinnerung an das Kloster lebte noch kurz in der Ortsbezeichnung Munstiure für Münster fort, bis 1513 das letzte Mal ein Nonosus Patrozinium für die Pfarrkirche Molzbichl erwähnt wird. Die Nonosus-Reliquien hingegen sind im 11. Jahrhundert nach Freising übertragen worden, wo sie bis heute in der Krypta verwahrt werden.